Wir kommen nun zur Kategorie Kultur und Unterhaltung. Und das sind in diesem Jahr die Nominierten. Nominiert in der Kategorie Kultur und Unterhaltung sind die Maus-App, die die Sendung mit der Maus jetzt auch auf Tablets transportiert. Das Digitorial zur Ausstellung Monet und die Geburt des Impressionismus. Die experimentelle Videoplattform Hyperbowl TV. Das Webspecial M29, Berlins Buslinie der großen Unterschiede, das eine Busfahrt mit statistischen Daten verknüpft. Die kunstvoll gestaltete Liebesgeschichte Mamour Mon Amour. Die zu Herzen gehende Webreportage über Münsters Original Onkel Willi. Und die Video-Web-Dokumentation mit Rundumsicht Polar Sea 360 Grad. Die Einspielfilme übrigens, die Sie hier immer sehen, die kommen von der UFA Show und Factual. Dafür muss man zwischendrin auch mal Danke sagen dürfen, finde ich. Das ist ganz toll, dass wir diese bekommen. Für die Kategorie Kultur und Unterhaltung haben wir natürlich auch eine großartige Patin engagiert. Eine Schauspielerin, bei der man froh sein kann, dass sie überhaupt Zeit für uns hat, weil sie so viel am Drehen ist. Sie ist bekannt als Alberich aus dem Münsteraner Tatort, als Sams aus dem Kino oder auch als Dr. Valerie Klein im ZDF. Bei uns ist Christine Urspruch. Guten Abend. Christine, bei uns ist das so Kult mittlerweile. Sonntag Tatort gucken und dazu parallel natürlich Twitter mitlesen, was da so erzählt wird. Was machst du an solchen Sonntagen, wenn du im Tatort bist? Also manchmal schaffe ich es tatsächlich dann auch einfach selber zu gucken. Dann setze ich mich ganz entspannt um 20.15 Uhr vor den Fernseher und schaue. Manchmal vergesse ich es aber auch, also weil ich kriege die Tatort ja immer vorher zugeschickt und gucke sie dann vorher. Und dann habe ich schon mal vergessen und dann rufe ich irgendwie meine Schwester an und kürzlich war das so, Maus, du bist gerade im Fernsehen, ich kann nicht mit dir telefonieren. Also so ist es irgendwie immer unterschiedlich bei mir. Aber wenn du sagst, es klappt manchmal, dass du dich hinsetzt und guckst, heißt das, du bist eine von den Schauspielerinnen, die sich selber gut angucken können? Das ist schon schwierig, also das ist schon schwierig, wenn ich jetzt hier so nach hinten gucken würde, genau, ja, dann gucke ich leider wieder zu Ihnen. Das ist schon schwierig, also ich lerne da natürlich irgendwie oder habe gelernt, damit umzugehen und man versucht ja auch irgendwie gewisse Handbewegungen, Mimik oder so ein bisschen im Griff zu halten und auch wenn man eben über die Reflexion selber schaut, irgendwie damit dann umzugehen und sich besser einzuschätzen, aber so ganz, also auch wenn ich mich als Sams sehe oder so, da geht es aber noch am besten, weil ich dann natürlich diese große Maske habe, ja, und dann irgendwie jemand anders bin.